Ich bin Katharina Bergholz, bin Nachwuchskraft bei der Helaba und studiere an der Uni in Frankfurt. Also konkrete Karriereziele habe ich noch nicht. Ich denke mal, dass ich das mit der Zeit einfach entwickle, wenn ich herausfinde, welche Interessen habe ich, was macht mir besonders viel Spaß. Die Helaba ist generell sehr breit aufgestellt, was vielleicht auch viele nicht wissen, dass sie so viele Geschäftsbereiche hat, sei es die kommunale Finanzierung, sei es die Zusammenarbeit mit der Sparkasse, jetzt total im Trend, Sustainable Finance, das Credit Risk Management oder ganz viele andere Sachen. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben, ich fühle mich integriert im Team und kann mich auch einbringen, werde von den Kollegen ja, weitergebracht und lerne einfach noch sehr, sehr viel in der Praxis dazu. Zusammen mit anderen Nachwuchskräften kann man natürlich auch Projekte übergreifend machen, sei es zum Beispiel mit einem Trainee zusammen haben wir eine Veranstaltung zum Thema Sustainable Finance für viele verschiedene Teilnehmer organisiert, die auch aus vielen verschiedenen Sparkassen kommen und haben einfach präsentiert, was die Helaba im Moment im Bereich Sustainable Finance und Sustained Advisory macht. Ich bin im Moment im Credit Risk Management eingesetzt und durch die Helaba kann ich die praktischen Einblicke bekommen. Mir macht besonders Spaß, dass es so viele unterschiedliche Finanzierungsformen gibt, dass es sehr viele unterschiedliche Kunden gibt, die ja, teilweise sehr komplexe Kundenstrukturen oder Konzernstrukturen auch haben und dass jeder auf seine Art besonders ist und anders ist. Wir Nachwuchskräfte sind schon untereinander vernetzt. Es gibt regelmäßige Stammtische oder Projekttage, wo wir alle zusammenkommen. Für mich ist es schon wichtig, die anderen Nachwuchskräfte zu kennen, sodass man eine Gruppe ist und man ganz genau weiß, dass man nicht der Einzelkämpfer ist, der alleine unterwegs ist. Die Nachwuchskräfte werden von den erfahrenen Mitarbeitern zum Beispiel durch ein Mentoring-Programm unterstützt. Durch das Mentoring-Programm wird man natürlich ganz individuell gefördert und kann dann auch für sich herausfinden in den ganz vielen verschiedenen Bereichen, wo man genau seine Interessen jetzt sieht, wo man vielleicht seinen späteren Arbeitsplatz sieht oder seinen nächsten Entwicklungsschritt. Und das ist immer spannend zu sehen, wo man natürlich vor einem Jahr gestanden hat, wo man jetzt angekommen ist, während man, ja, als man noch ganz neu angefangen hat, man noch nicht wirklich einen Plan hatte. Und wer das alles interessant findet, am besten jetzt bewerben.